Boah, mein Kopf macht gerade voll die Grätsche. Digga, Alter. Project Red. Das ist ja Wahnsinn gerade. Was haben wir hier denn? Miniatur Cayenne Lamp. Können wir vielleicht gebrauchen? Nehmen wir mal mit. Rot wäre mir allerdings lieber. Miniaturschalter, nehmen wir auch mal mit. Noch irgendwas? Nö. Habe ich nicht noch eigentlich mal eine Kiste für Project Red erstellt? Schauen wir nicht. Okay. Ich muss mal einmal umdrehen hier. Klar, der Raum ist ein bisschen verqualmt, möchte ich fast sagen. Boah, da ist nebenan die Tür gerade aufgegangen, ey. Und da ist isoliert. Krass, wie laut, ey. Hätte ich nicht mit gerechnet. Halt, stopp. In der Kiste da könnte vielleicht noch was drin sein von Project Blue. Ja, und zwar rote Lampen. Euch nehmen wir mal mit. Dich nehme ich auch mal mit. Was hast denn du jetzt für eine Farbe? Achso, die Farbe ist ja eigentlich... Was? Moment. Nee, machen wir später. Zur Lampe kommen wir einfach später und fertig ab. So. Wir packen... Wie machen wir das denn? Wir testen das jetzt erstmal. Ach so, er ist jetzt ja eh gerade. Er ist jetzt irgendwie gerade komplett aus, richtig? Gott. Jetzt mache ich das aber gerade. Ich habe das Gefühl, ich mache das gerade spannend und schwierig und kompliziert. So, der ist jetzt auf 1. So. Damit von 247, alles klar. Damit von dieser Seite jetzt nichts dazwischen funken kann. Gehen wir jetzt erstmal weiter. Und zwar gehen wir als erstes mit Rot weiter. Mit Stadt Rot. Komme ich da hinten überhaupt noch hin? Ja, komme ich. Sehr schön. So, Rot. Hallo? Rot. Erstmal bis hier. So, jetzt habe ich doch noch ein paar strukturale Dinger dabei, ne? Ja, genau, habe ich. Blöd. Egal. So weit muss das gar nicht, Digga. Einfach nur bis hier, so. Und dann können wir nämlich einmal drum rum gucken. Oder? Muss ich das überhaupt? Muss ich gar nicht. Das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch, was ich hier mache. So, egal. Wir kommen jetzt mal mit dem Roten weiter. So, wir sind jetzt mit dem Roten am Ende. Jetzt geht das mit dem Blauen weiter. Das blaue Kabel, das müsste ja eigentlich hier vorne irgendwo schon... Ah ja, da war es nämlich schon. Gut. Very good. So. So, so, so. Jetzt habe ich das... Nee, doch nicht. Grün brauchen wir noch und Gelb brauchen wir noch. Ja, Woche für Woche lösche ich die Dinger, bleiben trotzdem drin. Ich finde es immer wieder klasse. Gelb. Gelb müsste auch bis zu der Kreuzung gehen. Ja, geht's auch. So. Gelb. Dann fehlt uns jetzt im Prinzip nur noch das Grüne. Und das Grüne müsste jetzt eigentlich... Oh, ernsthaft. Oh, ich hab doch... Oh, muss ich abreißen. Geht wieder nicht anders. Mann, das nervt immer. So. Gelb ran. Grün ran. Blau ran. Und Rot. Ich muss ja irgendwie so gerade hier Dingens denken. Salvatore. Rosso oder Salve Blau? Nee, Rosso, Salve oder Blau. So. Dir sage ich jetzt. Ja, was sage ich dir denn jetzt? Das ist eine berechtigte Frage. Dir sage ich jetzt, wenn ein Redstone-Signal anliegt, schaltest du gelb. Wenn ein Redstone-Signal anliegt, schaltest du rot. Wenn ein Redstone-Signal anliegt,
schaltest du grün, wenn ein Redstone-Signal anliegt, schaltest du blau. So, das sollte jetzt eigentlich die Notfallschaltung sein. Und wenn ich den Hebel, den ich da noch nicht angebaut habe, gleich umlege, dann müsste hier drin alles volle Lotte leuchten. Geil, ich werde einen Meister fragen. Siehste, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, wie habe ich das jetzt mit den Lämpchen damals gelöst? Ich muss auf jeden Fall schon mal gelbes Kabel haben. Jalp. Weil gelb ist unter dem, unterhalb von dem weißen. Na, ich habe mir halt dieses Bild aufgerufen. Ich hoffe, ich habe noch gelbe Farbe. Project Red. Och, hier du, komm, hör auf, mehr als genug. Gib mir mal ein bisschen mehr mit. So, und dann gucke ich mal gerade, wie ich das mit den Dingern eigentlich ursprünglich mal gelöst habe. Dafür haben wir ja zum Glück das Ganze schon mal in einem Livestream gebaut. Und ich glaube, den Livestream habe ich nie hochgeladen. Da haben wir doch... Achso. So, weiß ist ein Schalter für... Weiß wäre jetzt ein Schalter für Ofen. Ofenglas. An, aus. Der Ofen ist so. Der Ofen ist da. Okay. Dann habe ich die beiden miteinander verbunden. Auch gut. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann müsste das... machen wir so. Das ist jetzt aber spannend. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht von dem Kabel. Wir werden das gleich sehen. So. Weiß. Gelb. Meiner Meinung nach einmal weiß, einmal gelb. Die verbinden sich nicht. Guck mal, Tribolo, der alte Geizknochen, ne? Baut er das hier oben an der Decke weiter? Nur damit er sich diesen einen Bundle Cable hier sparen kann. Weil dieses Bundle Cable ist teuer. So, wenn ich jetzt einschalte... Ja, fantastisch, dann leuchtet die Lampe mit. Sehr gut. Nur den hätte man invertieren müssen. Ah, hier, wie hier, ne? Mit, ich weiß gar nicht mehr, Cyan. Welcher ist ein Cyan? Das ist der hier unten. Ach so, wegen... Habe ich mir gerade einen Flint rausgenommen? Nee, habe ich nicht. Flint ist sowieso falsch. Wir brauchen nämlich jetzt einmal... Hier haben wir nur Coal drin. Verdammt. Wir brauchen einmal Charcoal. Einmal Charcoal, bitte. Und ich weiß ganz genau, wenn ich die Charcoal, wenn ich mir den einen in meine Werkzeugkiste packe, dann frage ich mich irgendwann, hey, warum ist denn da Charcoal drin? Ja, komm, das können wir mal wegpacken. Oder wegschmeißen. Ja, und das nächste Mal, wenn ich mit Project Blue was baue, dann so, toll, jetzt haben wir die Charcoal behalten. Ja, und so könnten wir dann halt auch diverse andere Dinge steuern. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie ging denn das nochmal hier? So, genau. F. N. Und hier schreibe ich einfach rauf Notfall Schalter. Notfallschalter. Ja gut, man könnte das Ganze hier, könnte das Ganze natürlich auch noch anders gestalten. Klar, würde gehen. So, guck mal hier. Bam! An ist er. Und alles leuchtet. Und er kriegt hier die vollen, was habe ich gesagt, 1600 RF Patek. Das Ganze ist natürlich auch noch erweiterbar. Ohne Frage, ohne Probleme. Na ja gut, durch den Tank da hinten, da müssten wir dann das Ganze irgendwie um 90 Grad drehen. Wäre auch kein Ding. Könnte man auch machen. Könnte man alles erweitern. So. Inklusive Notfallschaltung haben wir heute, oder in dieser Aufnahmesession, die jetzt, wie lang geht? 1,5 Stunden nur. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet.
Da haben wir aber trotzdem in den eineinhalb Stunden doch ein ganzes Ende geschafft. Also, Respekt, gut ab. So, dann müssen wir halt jetzt nur noch sehen mit der Erzverarbeitung. Mit der Erzverarbeitungsgeschichte. Da können wir eigentlich mal direkt gucken. Mord und dann Mechanism. Da gibt es nämlich irgend so ein nettes Upgrade. Das habe ich gesehen bei Space Astronomy für die Chemical Injection Chamber. Wir machen nicht Mod, wir machen das anders. Injektion. Also es soll daraus eine Factory gehen. Also so, wenn, dann nicht. Factory. Ja. Yeah. Injection Factory. Können natürlich auch Basic Factory Installer nehmen.